Also welche Herausforderungen oder was waren gerade besondere Herausforderungen, eine eigene Praxis aufzumachen? Was war sehr zeitintensiv oder was war sehr challenging? Also challenging war für mich einfach die rechtliche Voraussetzung. Ich habe keine Praxis übernommen, ich habe es wirklich von null aufgebaut. Und da alles richtig zu machen und da nicht in irgendein Fettnäpfchen zu treten, das man hinten nach bereut, das war für mich wirklich die größte Herausforderung. Und die zweite große Herausforderung war für mich die Buchhaltung, die ich nach wie vor nicht verstehe, wo meine Mama einfach hilft, ja, und die Belege sortiert und vorbereitet. So zahnmedizinisch habe ich mich einfach darauf gefreut, das machen zu können, wie ich mir das vorstelle. Ich habe halt beschlossen, ich werde mir kein Amalgam mehr in die Ordination nehmen. Das ist für österreichische Verhältnisse komisch. Ich glaube, in der Schweiz gibt es das eh nicht mehr. Aber ja, das war mein Riesenansporn, frei und nach meinem Kopf ordinieren zu dürfen.